Meine Damen und Herren, es ist ein bewegender Moment in dieser Show. Vor 7 Jahren hat er sein letztes Konzert gegeben. Er war dann verschollen. Er ist auf dem Flug nach Kanada, wo er meines Wissens seine Mutter besuchen wollte. Ist das Flugzeug plötzlich verschollen. Man hat nie wieder etwas von dem Mann gehört. Und zwar der Mann, der vorher immerhin Rockgeschichte geschrieben hat, wie kein zweiter, wenn man Elvis Presley mal außen vor lässt. Und insofern freue ich mich, dass ich mit Ihnen zu Hause diesen bewegenden Moment teilen kann. Er ist wieder da, unter den Lebenden. Herzlich willkommen, Dick Brave. Also ich sage es ganz ehrlich, ich habe geweint, als ich gehört habe, dass du verschollen warst. Viele Prominente stürzen ab, die wenigsten mit dem Flugzeug. Was war aber passiert bei dir? Warum warst du plötzlich weg? So, es ist schon schwierig, drüber zu reden, weil ich habe ein bisschen Probleme, weil es war keine gute Erinnerung so. So, ich habe geflogen mit meinem Flugzeug zu Besuch meiner Mami in Kanada vor Weihnachten. Ja. So, und ich bin gekommen in einen Sturm und habe einen Crash gehabt mit dem Flugzeug. Und ich war ohne, wie sagst du? Bewusstsein. Ja, aber dann, wenn du hast die Memories gone. Also der Amnesia. Amnesie. Also ohne Amnesie. Erinnerungsverlust. Ja, das ist so schwierig. Ja, das ist so schwierig. Das ist wie ein Game-Show jetzt. Ja. Du hast nichts mehr gewusst. So, ich wusste nicht, dass ich bin Dick Brave. Ich wusste nicht. Und vor einmal hatte ich, also ich hatte Glück dafür, dass eine Frau kam und hat mich gefunden in der Flugzeug. So, sie hat mich genommen mit vor ihr nach Hause und dann bin ich gegangen, so, ich habe mich erinnert, ich bin Dick Brave, so hat sie mich behalten einfach. Das heißt, die Frau hat dich gefunden, nachdem das Flugzeug crasht? Ja. Und dann hat sie einfach dich in die Blockhütte mitgenommen? Ja, sie hat mich genommen und so, und sie wusste, dass ich bin Dick Brave, aber hat mir nicht erzählt. Weltberühmter Mann. So, und so hat sie mich behalten, vor 6,5 Jahren einfach und... Für 6,5 Jahre? 6,5 Jahren. Und die hat die schicken Schuhe, sehen die eigentlich, die Fernsehzuschauer? Tun sie doch mal auf den Tisch. Schick. Blau-weiß. Ja. Aber die Frage, ich meine, was hat sie denn mit dir gemacht, 6,5 Jahre lang? Oder ja. War das, oder meinst du für 6? Ich glaube darüber. 1,5 Jahre. Ich meine, der Mann hatte. Der Mann hatte einen Absturz. Yes. Weißt du, also. Yes, aber sie hat ihn in die Kochkutte. Ja, aber nach einem Absturz ist deine Manneskraft auch ein bisschen mitgenommen. Oh, I don't have a Manneskraft. Sie hat ganz I don't know that. Schlimme Sachen gemacht, weil für mich ist schwer zum Erinnern, weil es war nicht so schön, aber ich hatte Amnesia. Ja. So, es war nicht so schlimm, weil ich habe nicht gewusst, dass es auch besser ist, anderswo. Ja. Ja. Das ist so, hat sie mich genommen in die Hütte und hat mich behandelt. Wie alt war denn die Frau? Es war so mehr wie ein Hund. So, es war nicht so, dass ich gedacht habe, sie wollte keine komische Sachen machen so nicht. Von mir. So, aber sie hat mir gemacht wie ein Hund und sie hat immer mich gequält und das ist wirklich die schlimme Sache an das ist, sie hat mich gequält mit meiner eigenen Musik und ich wusste nicht, dass es meine Musik ist und sie hat immer gesungen, take good care of my baby und sie hat immer wieder jeden Tag mich gesungen und ich habe ganz lange gebraucht, um wieder überhaupt machen diese Song. Ja, es gibt einen Freund, der heißt Klaas und Klaas hat dich gefunden, glaube ich. Ja. Wie ist das passiert, dass er... Ich weiß nicht, er muss sein verrückt, weil alle anderen haben vor like, vielleicht 1, 2 Jahren haben sie versucht, noch mich zu suchen. Ja. Und dann hat irgendwann der Regierung von Kanada sagen so, er ist dead. So, ja? Er ist nicht mehr, kommt nicht zurück. So. Und Klaas war die Einzige, wo hat, ich habe immer Schwierigkeiten mit seinem Namen zu sprechen. So, Klaas Häufe Umlauf, so ein komischer Name, ja. Macht nur in Deutschland immer mit 2 Namen, weißt du. Und dann er ist gegangen und hat vor 6,5 Jahren mich gesucht und hat nicht aufgegeben. So. Und alle anderen haben gesagt, er ist nicht mehr ganz so... Ne? Das Irre ist, er hat deine Rettung hat er filmisch festgehalten. Ja. Es ist ein, gibt ein ich Dokument... Ich habe immer noch nicht gesehen, weil... Das war auch bisher beim FBI. Das war aber der, ja. Das kann ich gucken. Also vielleicht guckst du gar nicht zu jetzt, wenn wir das dem Publikum eben zeigen. Okay. Das ist die Hütte. Das ist die Hütte, von der er erzählt hat. Okay, komm raus. Hey! Go, go, go! So schnell du kannst, immer weiter, komm! Komm raus.
ich will wieder die Alte werden, okay? I don't need a doctor, I don't need a pill. Everything you give me, babe, will only make me ill. I need a right therapy. Yeah! I'm back. Alles klar. Wie schwer war das im Krankenhaus, auch im Hinblick auf die anderen Patienten, die ja doch zunächst erstmal Ruhe brauchen, um sich ihrer Genesung hinzugeben? Wie schwer war es war wieder Dick Grave zu werden? Es war so, ich hatte so, es war ein komische Klinik ein bisschen. So, es war ein komischer Professor, der hat gemacht so die erste Therapie. Ja. Und es war mehr so mit Elektroshocking so mit einem Stab in ein Auge und so. Okay. Und so wollte er machen in mein Gehirn. Nein, ich hat alles, hat auch, Klaas bezahlen alles. Ne? Ich habe kein Geld. So, ich war alles weg. So war ich in diese Klinik. Und dann hat Klaas mit mir machen diese ganze Rock'n'Roll-Therapie. So haben wir, und ich hatte aber meine Memory schon wieder. Ich habe ihn nur nicht gesagt. Jetzt können wir ja mal gucken. Ich glaube, dieses Hospital war am Bodensee noch. Das ja. Oh, die Bodenseeklinik. Die ist ja gerade in den Schlagzeilen. Nicht die Bodenseeklinik. Ach so, nee. Es gibt mehrere Kliniken. Ach so, verstehe. Es gibt doch eine, da wird man ganz schlank. Wir können ja mal schauen, ob diese Rock'n'Roll-Therapie, sagen wir mal, angeschlagen hat. Nee. Yet. Ich habe noch gar nicht angefangen. Was hast du eigentlich in den kanadischen Wäldern am meisten vermisst? So Vollkornbrot? Oder? Ja, vor Beispiel. So, wirklich, ich habe gegessen nur von der Frau, was sie hat mir geworfen. Wenn sie nicht mehr wollte essen. So habe ich nur gekriegt den Rest von ihr. Hast du sie denn jetzt nochmal besucht, um ihr nochmal zu sagen, dass es wirklich nicht schön war bei ihr? Nein, oder möchtest du sie einfach nie wiedersehen? Nein, sie hat ein Verbrechen, so sie ist erstmal gegangen bei Gefängnis. Ah, okay. Ach. So sie ist now auch selber. Verstehe. In ein Klinik. Aber mussten Sie denn immer so den Finger rausstrecken, ob Sie schon dick genug sind, wie bei Hänsel und Gretel? Nein, sie hat mich gemacht in einen Raum. Sie ist immer gekommen und ich musste immer gehen auf ihr Schoß. So. Ah. Und dann hat sie gemacht, streicheln und so. Ist doch und nicht hat, so böse. Ja, was war? Sie hat mich quälen mit meinem Lied. Sie hat immer gesungen. Ja, das verstehe ich, das ist hart. My baby. Ja, das ist, es denn, hart. Ist es denn so, dass du dann trotzdem bei der jetzt neuen anstehenden Konzerttournee ab November dieses Lied singen kannst? Oder ist es noch so für dich, es ist so nah, dass es dir so nah geht, dass du das vielleicht gar nicht singst? Nur für die Fans, damit man es weiß. Ja. Nee, du kannst schauen bei den Filmen, was wir haben gemacht, Finding Brave, so was Klaas hat gemacht, ist, das sieht man alle, was passiert ist. So auch die Geschichte mit Take Good Care. Und okay. I Just Can't Get Enough ist kein Lied, was sie dir beigebracht hat. nein. Also immer. Was du willst sagen, aber dass nein. Sie immer abends nach 18 Uhr musstest du das Lied singen und dann vielleicht das auch einlösen. Dann ist sie eingeschlafen. Dieses Lied ist, weil ich bin zurück und weil ich sage, okay, Dick is back. Und ich kann nicht genug bekommen von diesem Leben, like you said. Es jeden Tag genießen, wie ein neuer Start. So. Aber warum bist du wieder nach Deutschland gekommen? Die Welt steht dir offen. Ich liebe Deutschland. So, ich mag auch der Sprache, aber ich weiß, ich kann noch nicht so gut sprechen. So, ich war da, man ganz viel Training mit Gabe. Auf jeden Fall, das so, muss man abschließend sagen. Also ich habe die Damen hier beobachtet. Christine Neubauer sitzt ganz vorne auf der Sitzfläche. Das erste Mal. Und zwar hat sie immer etwas Schutz gesucht in dem hinteren Bereich des Sessels. Und jetzt ist sie ganz vorne und sozusagen man spürte, dass da doch. Und der Kopf und rockte. Die kreisende Bewegung. Ich habe die kreisende Bewegung. Und auch Veruschka hat kurz in einem unbeobachteten Moment den Sichtschutz hochgenommen. Und bei Fiona fing der Hut an zu kreisen oben. Nein, meine Damen und Herren, also Dick Brave, this was a marvelous experience having you here. Dankeschön. Wir möchten uns noch mal ganz herzlich bei
bei unseren Gästen heute bedanken. Es war eine fantastische Sendung. 15 Minuten länger als sonst mit Gästen aus der ganzen Welt. Ich finde, das sollten wir jetzt öfter machen. Ich muss sagen, ich hätte es nicht besser formulieren können. Es war großartig. Danke an unsere Gäste. Und wir würden Sie gerne noch darauf hinweisen, dass nachfolgend Ina Müller, die großartige, unverwechselbare Ina Müller, mit Inas Nacht zu sehen sein wird. Und sie hat zu Gast Caroline Peters, Xavier Naidoo und die Söhne Mannheims. Und die Söhne Mannheims. The Mannheim. So, have a good night. Don't miss it. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Danke.